Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Guck mal, wo ich bin. Geil, ne? Weiß nicht. Ich habe versucht, mal wieder hier reinzukommen und ja, ich konnte es jetzt. Ich wollte euch ehrlich gesagt mal zeigen, was passiert, wenn man ja ganze Zeit lädt, also das laden lässt, nachdem man hier versucht reinzukommen und dann bin ich irgendwie ganz unten unter der Karte gelandet. Leider kann ich diesen Spielstand nicht mehr laden, aus irgendeinem Grund. Weil er dann komplett stehen bleibt. Schade eigentlich. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ich glaube, das letzte Notsignal gefunden und diesen einen Typen hier getroffen in diesem Bunker, ne? Je nachdem. Egal. Gehen wir jetzt endlich mal die ganzen Missionen hier ab, Wen die wir haben wir schon denn so da? seit Ewigkeiten Das Gebiet haben. ist sauber? Ja. Bestätigt. Beeindruckend. Beweise dich, dann vertraue ich dir vielleicht. Ja, Alles hätte dann ich, kann ich hier solch. mal Da abgeben. draußen gibt es noch eine Menge Gegenden, die gesäubert werden müssen. Atme durch, wenn es sein muss. Sag mir, wenn du bereit bist. Nein. Ich bin nicht bereit. Ich bin hier, wenn du es bist. Die geben mir jetzt andauernd irgendwelche random Missionen, ne? So wie in Skyrim, wenn man das Spiel Wie sieht es durchgespielt mit dem hat. Artefakt aus? Hier. Gut gemacht. Ja. Hoffentlich hattest du keine Probleme. Hier, ein kleiner Dank für deine Mühen. Ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Sag mir, wenn du unbedingt wieder losziehen willst. Nein. Das geht gerade nicht. Verstanden. Vergiss nicht, da draußen gibt es viel zu tun. Erstmal einige Sachen aus dem Weg räumen. Was haben wir? Ja, den Danze. Über die Patrouille hier irgendwie sowas, ne? Was? Sind wir im Weg da? Was war? Schutz als Erkundungsziel der Bruderschaft. Ach so, okay. Gut, da muss ich das noch einmal machen. Paladin, bist du bereit, dich auf das Schiff zu begeben? So, was machen wir das? Ich habe noch nie so was Beeindruckendes gesehen. Das haut einen echt um, oder? Wir nennen sie die Pridwen. Sie hat genug Truppen und Ausrüstung an Bord, um eine Großoffensive zu starten. Wenn sie hier ist, dann ist auch ältester Maxon hier. Und das heißt, wir ziehen in den Krieg. Mit dem Ding auf unserer Seite wird es ein kurzer Krieg werden. Das ist der Plan. Wenn die Geschichte eins gezeigt hat, dann, dass eine überwältigende Machtdemonstration einen Konflikt beenden kann, bevor er richtig losgeht. Nun, wie dem auch sei, du wirst die Pridwen jetzt ganz aus der Nähe kennenlernen. Ich habe Befehl erhalten, dass wir beide uns sofort auf dem Schiff melden sollen. Folge mir aufs Dach des Polizeireviers. Zeit für einen kleinen Ausflug. Gut. Hoffentlich muss ich nie wieder hier rein. Ich hasse das nämlich. Wenn er hier wieder irgendwie stehen bleibt. Ach ja, ich habe übrigens ein Level Up bekommen. Allein nur vom Bauen. Ich habe meine Basis ein bisschen ausgebaut und habe allein von dem Bauen hier ein Level Up bekommen. Dann gehen wir mal, würde ich hier sagen, von dem mysteriösen Fremden aus. Er taucht im VATS öfter auf, ja. Ach ja, zoomen kann man auch mit L2 und R2, habe ich irgendwann mal herausgefunden. Wenn der Gegner tötet, besteht die Chance, dass sein Bein für kritische Treffer aufgefüllt wird. Ja. So, jetzt haben wir schon mal, weiß nicht, mal schnell speichern. Oh, hallo. Mir ist aufgefallen, ich brauche sehr viel Stahl. Und mittlerweile ist mein Stahlvorrat richtig knapp geworden. Ich werde euch aber noch nicht zeigen, was ich an meiner Basis geändert habe. Deswegen werden wir auch für eine ganze Weile erstmal nicht hingehen, also onscreen. Erst wenn ich da fertig bin. Gute Idee, ja, ne? In der Nähe von Fort Hagen habe ich übrigens auch so eine Rocket Station gefunden. Die habe ich nur von Weitem gesehen, aber da können wir auch mal irgendwann hingehen, um zu gucken. Ich will unbedingt die aus dem Intro finden. Also die im Hauptmenü. Die man in den Trailern gesehen hat. Die, das war auch eine Red Rocket Station, glaube ich. Und die will ich unbedingt finden. So. Hier steht jemand Unsichtbares, glaube ich. Oder das.
Okay, sehr gut. Ich will euch anscheinend viel mit dem reden, wegen der Mission. Da geht, glaube ich, nicht, ne? Ja gut, machen wir das. Aber die Kampfrodi ist geladen und feuerbereit. Wenn dir während des Fluges Gegner auffallen, dann benutze sie, verstanden? Aber pass auf, dass du deine Ziele richtig identifizierst. Wir wollen versehentlichen Beschuss der Bevölkerung vermeiden. Ich baller einfach mal so random durch. Ich erkenne ja einige Orte hier wieder. Das Commonwealth sieht von hier oben ganz anders aus, was? Es erstaunt mich immer wieder, wie sehr sich die Wahrnehmung des Schlachtfelds verändert, sobald man in der Luft ist. Diesen Vorteil werden wir brauchen, wenn wir gegen das Institut bestehen wollen. Sie haben bereits gezeigt, dass sie uns Institut sind. Das bedeutet, wir haben keine Ahnung, hey, da war ich mal. Werden unsere Luftüberlegenheit und unsere taktische Erfahrung diesen Nachteil ausgleichen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Und ich wette, ältester Maxon wird einen Plan ausgearbeitet haben, wenn wir ankommen. Hoffentlich. Ja, wir sind vollkommen planlos. So viele Orte, wo ich hin will. Jeder dort unten würde unsere Sache unterstützen. Aber die Leute sind von Gerüchten und Fehlinformationen geblendet. Verstehe nicht, dass die stählerne Bruderschaft die letzte Hoffnung für das Commonwealth ist. Das Leben jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes dort unten ist nun bedroht. Sollten wir versagen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Gegner die Bevölkerung bezwängt. Das Commonwealth zu säubern ist unsere Pflicht und ich werde gern mein Leben geben, wenn es uns den Sieg bringt. Okay. Kämpfe für einen guten Kampf, ne? Wir befinden uns im Anflug auf den Flughafen. Die Pridwin sollte gleich direkt vor uns zu sehen sein. Wir treffen Lancer Captain Kells auf dem Flugdeck. Bleib einfach bei mir und beantworte alle seine Fragen. Ja, ich habe meinen Hammer in der Werkstatt vergessen. Ah ne, falsche Fraktion. Piratenschiff? Was? So viele Orte, wo ich hin will. Gebiet von hier aus zu sehen. Ich glaube, irgendwann kann man auch so hier rumfliegen, ne? Ein Jetpack gibt es, glaube ich, auch, habe ich mal in den Trailern gesehen, damals. Ist ja alles unter Wasser? Wer hat hier noch nicht geladen? Ist ja alles über... Ne, da ist alles über... Ist überschwemmt, alles geil. Oder ist... Komm, wir feiern immer ab. Flughafen Boston. Ah. Ich dachte, hier kommt ein bisschen mehr Action. So auf mich, aber gegen was soll man einkämpfen, ne? Als ob irgendwas anderes durch die Gegend fliegt. Stimmt irgendwann. Da kommt ja die Enklave hier vor. Ich glaube, irgendwie geil. Ich mag die Enklave so als Gegnerfraktion. Da ist sie. Das ist eine böse Bruderschaft. Der Moment, in dem sich alles ändern wird. Ich hoffe, du bist bereit. Ja. Ah! Nein. So, sehr viele Bruderschaft-Typen. Ja. Ist das normal? Ah, okay. Aber wir wollen ja hoch. Ich will ja raus. Hallo? Ach, mit X. Ich hätte auch einen Flug machen können. Die Priden. Mit der will ich irgendwann hier durch die Gegend fliegen, hoffentlich. Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen, Sir? Erlaubnis erteilt. Willkommen zurück, Paladin. Lass mich der Erste sein, der dir zum erfolgreichen Abschluss der Mission gratuliert. Und das ist unser neuer Rekrut? Ja, Sir.
Ich habe ihn im Feld zum Anwärter befördert und möchte seine Aufnahme persönlich unterstützen. Ja, wir haben deine Berichte gelesen. Es wird dich freuen zu hören, dass Ältester Maxim deinem Antrag stattgegeben hat. Der Rekrut untersteht deinem Kommando. Danke, Sir. Wie lauten meine Befehle? Du sollst auf der Pritwin bleiben und weitere Anweisungen abwarten. Sehr gut, Sir. Ad Victoriam, Captain. Ad Victoriam, Paladin. Ad Victoriam. Was auch immer das bedeutet. So. Du bist also der Zivilist, den Paladin Dance unter seine Fittiche genommen hat. Du siehst mir nicht gerade nach einem Soldaten. Ich wollte meine Waffe ziehen und der so, aha. Kann täuschen, unrecht getan, Aussehen eines Soldaten. Und wie sieht ein richtiger Soldat aus? Ein Soldat sollte eine effiziente Tötungsmaschine sein. Kein Relikt aus der Vergangenheit, das dem Rest der Welt hinterherhechelt. Wenn Dance sich nicht für dich verbürgt hätte, würden wir dieses Gespräch gar nicht führen. Außenstehende aufzunehmen, hat sich in der Vergangenheit als schwerer Fehler erwiesen. Ich habe mir Paladin Dances Bericht angesehen. Er glaubt, dass du eine Bereicherung für die Bruderschaft sein wirst. Oh, ja. Vielleicht denkst du, dass eine solche Empfehlung dir einiges an Spielraum bei uns einbringt. Also lass mich eine Sache klarstellen. Die stählerne Bruderschaft ist ins Commonwealth gekommen, um ein bestimmtes Ziel zu erfüllen. Als Kommandant dieses Schiffs werde ich nicht zulassen, dass jemand diese Mission gefährdet. Ganz egal, für wie wichtig er oder sie sich hält. Verstanden? Absolut. Gut, das wäre alles, Soldat. Dein Befehl lautet, dich für die Ansprache zum Befehlsdeck zu begeben. Danach möchte sich Ältester Maxim mit dir unterhalten. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie jetzt. Ansonsten kannst du wegtreten. Bauchsung. Wie lauten meine Befehle? Dein Befehl lautet, dir die Ansprache von Ältester Maxim anzuhören. Danach möchte er mit dir reden. Sonst noch was? Ich habe keine Fragen. Dann empfehle ich dir, dich direkt zum Befehlsdeck zu begeben. Wegtreten, Anwärter. Ist ein bisschen verlockend, hier so runterzuspringen. Was gibt's denn hier noch so? Hat aber keine Miniguns oder so hier drauf, ne? Ich dachte, das soll hier irgendwie, weiß ich nicht, bedrohlich wirken. Schrotpatronen, die brauche ich, glaube ich. Ja, 66 habe ich nur. Ein bisschen wenig zum Fortschrittgewehr. Vor allem, wenn ich das mal so oft benutze in Schwierigkeiten. So, cool. Hoffentlich fliegen wir mit den Dingen herum. Da wäre irgendwie geil, so eine mobile Basis. Habe ich mir schon immer so gewünscht. Ich kann jetzt nicht reden. Maxim wird gleich seine Ansprache halten. Na, dann hören wir uns den seine Sprache an. Ich will auch noch hier mit Dance Mission abgeben, aber komme ich nicht zu. Maxim hält seine Ansprache auf dem Kommando. Ja, ich habe schon gehört. Hoffentlich ist der Dance jetzt mal hier auf dem Deck. Also auf dem Schiff. Anstatt. Oh. Ach so, da ist die Ansprache wahrscheinlich. So, Dance, ich möchte mit dir reden. Wegen Dingens. Mission. Wieder was erledigt. Böser. Nicht hier anscheinend. Ich kriege hier sehr viele gute Sachen. Vorratsmäßig. Weitermachen. Wieder etwas Müll mit. Oh, kann ich das Ding fliegen? Das wäre doch geil. Mal gucken, was die Zukunft bringt. So, dann komm mal. Brüder und Schwestern, der Weg, den wir zurückgelegt haben, war lang und beschwerlich. Unsere Ankunft im Commonwealth verlief schnell und reibungslos.
Damit hat jeder einzelne von euch meine Erwartungen übertroffen. Ihr habt diese große Tat vollbracht, ohne ihren Zweck zu kennen. Und noch beeindruckender, ohne sie je in Frage zu stellen. Jetzt, da das Schiff sein Ziel erreicht hat, ist es an der Zeit, den Zweck unserer Mission zu offen. Unter dem Commonwealth wuchert ein Geschwür, bekannt als das Institut. Ein bösartiger Tumor, der herausgeschnitten werden muss, bevor er zutage tritt und alles verseucht. Sie experimentieren dort mit gefährlichen Technologien, die zum zweiten Mal in kurzer Folge zum Untergang der Welt führen können. Die Wissenschaftler des Instituts haben eine Waffe entwickelt, deren Zerstörungskraft sogar eine Atombombe übertrifft. Sie nennen ihre Schöpfung Synth, eine Roboterperversion der Technologie, mit freiem Willen und in Gestalt eines Menschen. Der Gedanke, dass eine Maschine einen freien Willen hat, ist nicht nur abstoßend, sondern auch extrem gefährlich. Ist das hier alles? Ehrlich? Und wie die Atomkraft hat auch diese Erfindung das Potenzial, uns zu vernichten, wenn sie nicht richtig genutzt wird. Ich werde nicht zulassen, dass das Institut diese Experimente fortsetzt. Daher erkläre ich das Institut und ihre Synths zu Gegnern der stillenden Bruderschaft, die rasch und ohne Gnade ausgeschaltet werden sollten. Dieser Feldzug wird kostspielig sein. Und viele werden ihn mit dem Leben bezahlen. Aber am Ende werden wir die Menschheit vor ihrem größten Feind bewahren. Sich selbst. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Ad Victoriam. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Die finde ich echt gruselig. Ja, ich kenne Synth, die sind in Ordnung. Mir ist das Schicksal der Leute des Commonwealths wichtig. Wenn du das sagst. Das sehe ich. Sie spielen mit dem Feuer und wir müssen sie retten. Ganz genau. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu spät sind. Ich weigere mich zuzulassen, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie Verantwortung für diesen Planeten übernehmen. Dass Sie anfangen, etwas zu bewegen. Und wie ich so in Paladin Dances Bericht gelesen habe, haben Sie diesen Weg bereits eingeschlagen. Da er einer meiner angesehensten Offiziere im Feld ist, könnten Sie kaum eine bessere Empfehlung haben. Aus diesem Grund befördere ich Sie hiermit zum Ritter. Geil. Zusammen mit Ihrem neuen Rang erhalten Sie eine Powerrüstung, die Sie auf dem Schlachtfeld schützen wird. Tragen Sie sie mit Stolz. Okay. Ich werde mein Bestes geben, den Erwartungen gerecht zu werden. Vielleicht voller Mistkerl sein, aber... Wie auch immer. Wenn Sie sich mit der Pritvin und meinem Stab vertraut gemacht haben, melden Sie sich auf dem Flugdeck. Soldat, willkommen an Bord der Pritvin. Erfüllen Sie uns mit Stolz. Jo. Wenn Sie Werkstatt benutzen, okay. So, wo führt mich was denn hin? Paladin Dance ist hier. Nein, ich möchte meine Mission abgeben. Noch ein Level Up vielleicht bekommen. Nur so nebenbei, ne? Wo sind wir überhaupt? Genau auf der Karte habe ich gar nicht drauf geachtet. Wie ist der Status? Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Gut. Weitermachen, Ritter. Ich gratuliere zur Beförderung, Ritter. Ich weiß nicht. Irgendwie mag mir Gelehrte Neraya ihren kleinen Zoo ein wenig zu sehr. Okay. Was beim Zoo und wer ist diese Frau oder was auch immer? Ach, wir sind jetzt direkt hier in der Hülle. Die Quantum-Dinger eigentlich nie, aber Freizeitterminal, okay. Jeder kann darauf zugreifen, ne? Jeder kann dieses Thema gerne zur Entspannung nutzen. Ich habe vom Mainframe der Prime getrennt, aber wenn es zweckfremd wird, schalte ich es dauerhaft ab. Wer ein Problem damit hat, kann es für sich behalten. Tiger. Gramm hat mir ein Feuerreich unter den Hauptdeck erzählt. Ich habe ein paar Flaschen Schnaps. Sehr retten beigesteuert, aber mein Vorrat ist nicht endlos. Wenn ihr Nachschub braucht, können wir gerne über einen Tauschhandel reden. Oh, Mac.
Wenn jemand Bock hat, ich organisiere eine kleine, höchst inoffizielle nächtliche Jagd auf wilde Ghule. Scheiß auf die Zinzi, die Ghule sind widerlich und wir müssen sie dezimieren, ja. Ein Anzug. Keine weiß nicht mehr, wer danach gefallen, aber jemand sucht nach Meyerlock. Ah ja. Schon einfach nur Karte aktualisiert, apropos. Wir können das Museum der Hexerei suchen. Lord Hagen Beach, musste ich da nicht auch irgendwas machen? Wer war ich da schon? Ja, das ist auch noch. Dann machen wir das schon mal an, damit ich weiß, ja, da will ich hin. Da, wo ist der Danze-Typ? Kochtopf, glaube ich, Stahl, ne? Ich brauche Stahl. Terminal entsperren Meister. Oh, geil. Bitte auch was sagen, ne? Ältester Maxon und Paladin Dance getroffen hast. Alle Ödländer sehen gleich aus. Hier Steine, da verbrannt. Oh, guck mal, wie viele Dinger hier sind. Komm zu mir, wenn du mit Maxon und Dance gesprochen hast. Ich kann die klauen. Versuch's mal. Nichts. Ich sollte vor 10 Minuten Bericht erstatten. Wenn du es nicht reparieren kannst. Ich kann. Du musst es ja unbedingt den Meyerlock wegtreten. Cool. Geschafft. So, funktioniert. Danke, Bruder. Ich schulde dir was. Kann jetzt nicht reden. Muss mir die Meyerlock-Scheiße von den Stiefeln kratzen. Mein Gott. Und wie sah es da draußen aus? Wir haben viel Arbeit vor uns. Entschuldigung, Bruder. Paladin Dance? Da bist du ja. Wie lief es mit Ältester Maxon? Er ist wahnsinnig. Er ist ein sehr entschlossener Mann. Klingt, als stünde er hinter allem, was er sagt. Natürlich tut er das. Wie könnte es auch anders sein? Ich hoffe nur, du verstehst, welches Risiko es für mich ist, dass du so schnell in unsere Reihen aufgenommen wurdest. Um es mal ganz direkt zu sagen, wenn du Mist baust, sind wir beide geliefert. Keine Sorge, ich pass schon auf. Gut, wir haben nämlich eine Menge Arbeit vor uns. Und ich will nicht, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden. Okay. Ich weiß, du bist heiß darauf, in deine Powerrüstung zu springen und den Kampf zum Institut zu tragen, aber alles der Reihe nach. Lass mich erstmal eine Mission abgeben. Um ein aktives Teammitglied zu sein, musst du dich auf dem Schiff auskennen und die Crew kennenlernen. Da ich dein offizieller Fürsprecher bin, würde ich dir empfehlen, mich mitzunehmen. Okay, cool. Klingt gut. Auf geht's. Wunderbar. Hey. Du zeigst wohin, ich schieße. Noch ein Level ab. Dance? Was willst du? Oh. Will ich bei Paladin Dance? Ja. Verschollene Patrouille. Zeig mir mal. Ich glaube, ich bin noch nicht mit den einen Typen da. Vollkommen fertig, ne? Gut. Dann zeig mal. Ja. Level up. Level 23. Ob ich da irgendwann leveln kann, weiß ich gar nicht. Meine alten Sachen. Brauche ich nicht, da brauche ich auch nicht. Wissenschaft. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Mach mal das hier. Im nächsten. Kann ich irgendwann auf 24 leveln? Ich glaube nicht mehr. 30. Ja, auf jeden Fall hier alle Mods hier hochballern. Damit ich alles herstellen kann irgendwann. Geil. Was zum Teufel? Warum? Ah. So ein Dreck, was zum Teufel war das denn jetzt schon wieder? Ah. Mann, warum?
Wir sind das Spiel jetzt abgekackt. Boah. Aber geil. Warum? Ja, toll. Wo habe ich denn das jetzt? Super. Boah, ich als letztes hier. Boah, ich bin heute Level 22. Dann nehme ich mal an, ich bin jetzt hier wieder auf dem Deck. Ne? Boah. Mein Gott. Warum? Wenn du es richtig machst, macht es sich vorübergehend unsichtbar. Macht es hat Gerät nicht dafür da. Geil, ne? Warum ist denn das jetzt abgestürzt? Einfach so. Ja, gerade hab da mal mein PS4-Menü gesehen. Jetzt auf Zestiria. Hintergrund. Ich weiß gar nicht, warum ich das bekommen habe überhaupt. Ich habe mir das für PS3 runtergeladen. Wegen der Collector's Edition. Und komischerweise konnte ich mir das für PS4 auch runterladen. Geil, ne? Wie ist der Status? Alles auf Grün, Sir. Nichts Neues. Oh. Weitermachen. Paladin Dance? Da bist du ja. Und wie lief es mit Ältester Maxen? Wir haben viel Arbeit vor uns. Er ist dann sehr entschlossen. Natürlich. Ich hoffe nur, du verstehst. Ich wünschte wirklich, das wäre nicht passiert. Keine Sorge. Gut. Wir haben den. Okay. Um ein effektives Teammitglied zu sein, da ich dein Offizier. Klingt gut. Wunderbar. Ich wünschte wirklich, das wäre nicht passiert. Speichert automatisch geil. Versuch's mal. Okay. Künstliche Tour. Ich ja, tapfen wir mal die ganzen Irren hier. Wenn du es nicht reparieren kannst. Du musst es ja unbedingt. Du bist also der neue Rekrut, von dem man mir erzählt hat. Nicht ganz, was man aufhören erwartet habe. Kann man aufhören, jeder hat zu sagen. Was hast du denn erwartet? Die letzten Rekruten, die wir hatten, waren Ödländer. Dreckig, runtergekommen und auf der Suche nach Almosen. Und ich bin fabulous, sie waren ne? verzweifelt und auf der Suche nach einem Ausweg. Du siehst mir aus, als hättest du einen echten Grund, hier zu sein. Wie dem auch sei, du bist hier, um mich zu sehen. Also können wir es auch gleich hinter uns bringen. Mein Name ist Ingrim. Und diese herrlich schmierige Schraubgrube ist der Ort, an dem du mich für gewöhnlich findest. Ist deine Powerrüstung zu eng im Schritt, droht die Pridwin abzuschmieren, läuft ein Roboter amok, dann komm zu mir. Hört sich an, als hättest du alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll? Verdammt, ich bräuchte noch ein paar Hände mehr, um hier mit allem fertig zu werden. Es vergeht kein Tag auf diesem Kahn, an dem nicht 5 oder 6 Sachen kaputt gehen. Und da ich hier feststecke, bin ich nicht mehr so agil wie früher. Die Arbeit wird einfach immer mehr. Eigentlich scheinst du dich ja ganz wacker zu schlagen. Ist wohl besser als die Alternative. Wie dem auch sei. Du bist sicher hier, weil du eine Powerrüstung willst. In Bucht 3 steht eine recht ordentliche T-60, die du haben kannst. Der linke Beinservo schmiert ein wenig, aber das Ding hält dir die Biester vom Leib. Oh, und wenn du an deiner Powerrüstung arbeiten möchtest, kannst du gern das Werkzeug hier verwenden. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück an die Arbeit. Alles klar. Ja, du hast immer noch. Bereit. Paladin Dance. Was hast du auf dem Herzen? Was meinst du? Ist es nicht gut, Teil von etwas so Wichtigem wie der Bruderschaft? Ich will über die Mission reden, verdammt. Was meinst du? Du deckst meinen Rücken. Ich deinen. Was meinst du? Wir sollten die Vorräte auffüllen, bevor wir unsere nächste Mission beginnen. Was meinst du? Ich sollte ja wirklich mal meine Rüstung anpassen lassen. Was meinst du? Es gibt die Bruderschaft und alles andere. Dazwischen gibt es nichts. Was meinst du? Mit der Bruderschaft im Rücken werden wir niemals scheitern. Was meinst du? Vielleicht bin ich altmodisch, aber es gibt nichts Besseres, als im Einsatz zu sein.
Was meinst du? Ich diene seit Jahren auf diesem Schiff. Mein Gott. Das ist das einzige Zuhause, das ich kenne. Mehr gibt es nicht. Bestätige. Oh Gott. Ich kann die Mission bei dem nicht abgeben. Ja, Buch 3. Bedeutet das einen von den Dingern hier? Ja, das hier. Ja, da möchte ich aber nicht verballern hier. So, ich würde aber sagen, war schon wieder lang genug. Ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.